bin Stefanie, ich bin 28 Jahre alt, arbeite als Teilzeitkraft in einer Warenverräumung und das ist Ryan. Ich bin Matthias, 34 Jahre alt, als Verkäufer in der Fleischerei tätig, das ist Blaine. Wir beide gehen eben arbeiten, um den Kindern ein Vorbild zu sein, um den Staat eben nicht auf der Tasche zu liegen. Zusammen verdienen wir 2.100 Euro. Die Familie zog aus Kostengründen nach Berlin-Marzahn, denn hier sind die Mieten vergleichsweise günstig. Auch bei anderen Dingen versuchen Stefanie und Matthias zu sparen, wo es geht. Teure Friseurbesuche leistet sich hier niemand. Oh. Nimm mal eine Brille ab hier. Bitte. Oh, das geht nicht. Ich bin in einer Matte hier. Achso, ich meine, die paar Härchen da oben. Und die Glatze nicht ganz friert, wa? Ja, erstmal das und zweitens, vielleicht wird das Haar so lang, dass ich das dann oben kräuseln kann, weißt du? Ja, schön, und dann wird's das. Man geht ja nicht jeden Monat sich die Haare schneiden, sondern... Na, alle halbe Jahre auf jeden Fall. Genau, alle halbe Jahre ungefähr schneiden wir dann eben. Das macht dann eben Steffi bei uns Männern hier. Ja, und da spart man dann eben das Geld lieber. Anstatt das auszuheben, ist ja viel zu schade. Die zweifachen Eltern leben ihrem Nachwuchs Fleiß und Bescheidenheit vor. Jeden Tag ab 5 Uhr morgens. Zwei Jobs, zwei Kinder und den Haushalt schaffen Stefanie und Matthias nur gemeinsam und mit klar organisiertem Tagesablauf. Wir müssen früh aufstehen. Dadurch, dass wir dann eben Geld verdienen, können wir natürlich auch uns und den Kindern was bieten. Also arbeiten lohnt sich auf jeden Fall in Deutschland. Es ist die schlimmste Vorstellung, den Job zu verlieren und von Hartz IV zu leben. Stattdessen will Stefanie ihre Verdienstaussichten mit einem Führerschein verbessern. Jeder Cent, den die Familie sparen kann, fließt gerade in ihre Fahrstunden. Ja, jetzt mache ich mich fertig für die Fahrschule, also für ihn jetzt und dann zur Fahrschule. Bereits vor einem Jahr hatte Stefanie die ersten Fahrstunden. Doch kurz vor der Prüfung ging der 28-Jährigen das Geld aus. Jetzt wagt die zweifache Mutter einen neuen Anlauf. Ihr Ziel fest vor Augen. Alleine schon, wenn ich den Führerschein hätte, würde ich, würde beruflich dann auch weiterkommen, weil viele Berufe mit Führerschein angeboten werden. 700 Euro hat Stefanie bislang in ihren Traum investiert. Die theoretische Prüfung hat sie bereits bestanden. Allerdings ist das knapp ein Jahr her und das heißt, schafft Stefanie innerhalb der nächsten Woche nicht auch die praktische Prüfung, muss sie alles wiederholen. Hunderte Euro wären buchstäblich vor die Wand gefahren. Morgen. Morgen. Ich bin aus den Federn gefallen. Setz dich. So. Was wollen wir heute machen? Einpacken. Genau. Einparken, Vorfahrten, also können wir die Prüfungsvorbereitung machen? Ja. Gut. Eigentlich hatte der Fahrlehrer Stefanie noch mindestens 3 Fahrstunden empfohlen, um sicherer zu werden. Doch dafür hat die 28-Jährige kein Geld. Wir haben was zu tun und deswegen lass uns los. Ich bin froh, wenn jemand kämpft. Das ist immer schöner, als wenn jemand jetzt hier insofern sagt, okay, das mache ich jetzt mit links. Die Steffi ist jemand, die kämpft. Also ich habe 5 Anläufe gemacht. Und bin gescheitert immer ganz zum Schluss, wenn es um die Praxis ging. Da hatte ich das Geld nicht immer. Als Lageristin im Supermarkt verdient Stefanie den Mindestlohn von 9,19 Euro. Für eine Fahrstunde muss sie 3 Stunden Regale einräumen. So, Steffi. Dann geht's los, würde ich mal sagen. Nö, die Frage ist ja, ob du alles eingestellt hast. Ja, wenn ich den Führerschein habe, kann ich dann endlich eine Erleichterung spüren. Einkauf, Kinder, Reisen, Arbeit. Ich kann mich dann auch weiterbilden für meine Arbeit und, ja. Doch noch ist Stefanie alles andere als sicher hinterm Steuer. Und in der Prüfung darf ihr Fahrlehrer nicht helfen. Da weiter hinten suchst du dir bitte rechts selber eine Parklücke. Bitte selber eine Parklücke. So, Moment, bleib mal kurz stehen. Wenn man eine Parklücke sucht, was macht man vorher? Blinken. Und warum hast du es nicht gemacht? Du weißt es. Weil ich schon gestern habe. Und das ist das, was ich meine. Du musst dich konzentrieren.
So, und jetzt guckst du nach vorne, suchst dir die gerade. Ja. Ja, ein Stückchen muss. Nö, guck doch mal die Linien. So, jetzt nach hinten wieder und einfach reinrollen lassen. Okay. In Deutschland kann eine Fahrprüfung zwar beliebig oft wiederholt werden, doch daran will Stefanie nicht mal denken. Sie muss bestehen. Für alles andere hat sie kein Geld. Ja. Was fandest du nicht so gut? Dass ich zu weit auf der linken Seite war, obwohl ich eigentlich mehr auf rechts sollte. Weil ich nicht so weit rechts manchmal. Ja, ja. Die war ganz cool, die Fahrstunde. Parken war auch genial. Nur halt, dass ich einen Rechtsdreil habe. Aber das kriege ich mit der nächsten und letzten Fahrstunde raus vor der Prüfung. Und ich hoffe es. Aber ich meine, ich bin ja so lernfähig. Lageristin Stefanie und Fleischereiverkäufer Matthias verdienen zusammen 2.100 Euro netto. Es sind gerade mal 200 Euro mehr, als die vierköpfige Familie durch Hartz IV bekommen könnte. Doch vom Staat möchten Matthias und Stefanie auf keinen Fall abhängig sein. Stattdessen hat das Paar bereits mehr als 700 Euro in Stefanies Führerschein investiert. Damit hofft die Lageristin, einen besser bezahlten Job zu finden. Nächste Woche ist Fahrprüfung. Wie weit? Gut, also er ist super zufrieden mit mir. Ich kann super einpacken, er brauchte nicht einschreiten, er brauchte nicht mehr viel reden. Ich bin prüfungsreif. Okay. Mal gucken. Also Montag noch die letzte und am Freitag ist ja dann die Prüfung. Okay. Deshalb müssen wir den Kredit machen, damit wir das bezahlen können. Ja, ist gut jetzt. Ist gut. Brauchen wir aber ja nicht heute unbedingt machen. Müssen wir. Ich weiß nicht, wie lange das dauert mit dem Kredit. Das kann schon heute drauf sein. Ja, und dann haben wir das da, dann lege ich es extra. Dem Paar fehlen etwa 400 Euro für die noch anstehenden Fahrschulkosten. Mit ihrem mageren Verdienst können die Eltern diese Summe nicht stemmen. Auch ihre Hausbank steht als Kreditgeber nicht zur Verfügung. Online-Kredit machen wir deshalb, weil wir keinen Bankkredit kriegen. Warum nicht? Wegen unseren Schulden. Ein Online-Kredit geht nicht jetzt um die Zinsen, es geht darum, dass es die Möglichkeit gibt, auch für Leute, die trotz alledem Schufa haben, trotz alledem einen Kredit bekommen. Ich habe Schulden, zum Teil eben von meiner Ex-Freundin, die eben zustande gekommen sind, eben Versandschulden und dann noch ein paar Kleinigkeiten eben nebenbei. Und so ist es auch bei mir, dass es mein Ex war, den Schulden. Wir sind aber am Abzahlen, nach und nach. Doch oft kommt das Paar um neue Schulden nicht herum. Um flüssig zu bleiben, nutzen die Eltern daher gerade zum Monatsende häufig Sofortkredite. Diese werden zurückgezahlt, sobald neues Gehalt da ist. Können wir sofort machen. Das geht alles per Handy, also per SMS. Braucht nur eine SMS hinschicken und dann wird das ausgelöst sofort. Also wir nehmen 400 Euro auf. Ne? Im Prinzip müssen wir dann mehr zahlen bei 400. Also um die 500 denn, die wir zurückzahlen müssen. Wie lange haben wir jetzt Zeit dafür? Ein Monat. Satte 100 Euro verlangt der Online-Anbieter für die Blitzüberweisung. Aus 400 Euro Kredit werden so 500 Euro neue Schulden. Wir haben deshalb uns den Kredit genommen, weil ich am 15. erst Geld bekomme und am 13. die Prüfung ist. Und ich genau weiß, dass es wieder so wenig sein wird an Gehalt, was ich bekomme. Wir handeln uns von Kredit zu Kredit jetzt erstmal. Wir müssen es dann im Prinzip mit meinem Geld, was ich bekomme von der Arbeit, zurückzahlen. Und dann, um eben Lebensmittel zu holen, dass wir dann eben nochmal einen kleinen, kurzen Kredit eben auch nochmal aufnehmen. Das wären dann eben 100 Euro. Aber ich meine, wir haben es bis jetzt immer bewältigt, immer geschafft. Lösen wir mal den Kredit aus, ne? Das ist ganz schön viel Geld, ne? Um den Führerschein finanzieren zu können. Bringt euch das in eine absolute Schieflage? Nee, in eine Schieflage sagt man jetzt so nicht. Wir hatten das ja auch schon mit den 200 Euro mal gemacht. Das hat auch alles super funktioniert. Weil irgendwie meistern wir das trotzdem, dass wir das irgendwie immer schaffen. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben der vierköpfigen Familie nur 290 Euro im Monat übrig. Genau das soll der Führerschein ändern. Es sind hoffnungsvolle Zukunftspläne. Auf Pump. Wenn es klappen würde, dass wir das kriegen, ich wäre super happy. Das würde mir echt weiterhelfen. Und ich bin eigentlich meinem Führerschein näher. Zweifel an seiner Finanzplanung hat das Paar nicht.
Stefanie ist sich sicher, mit der Fahrerlaubnis wird alles besser. Mit dem Führerschein könnte ich sagen, ja, ich gehe zur Firma, ich kriege einen Dienstwagen und darf jetzt mit dem Dienstwagen fahren und zum Beispiel jetzt Altenpflege oder Fernfahrerin oder Medikamenten fahren. Sehr geehrter Kunde, wir haben Ihren Kredit erstellt. Die Auszahlung erfolgt entsprechend Ihrer Zustimmung. Ja, weil ich kann den Führerschein zu Ende machen. Jetzt. Es fällt kein Stein, sondern wirklich ein Felsen vom Herzen. Dass ich sage, ich kann es jetzt schaffen. Wir haben es geschafft. Ich werde den berühmten Lappen mit nach Hause nehmen, ja. Genau, und in der Schule war ich ja nicht anders, ne? Weil andere Mitschüler haben einen Notendurchschnitt von 3,8 und ich habe einen Notendurchschnitt von 1,1. Also von daher, wer ist hier diejenige, die clever ist und alles hinkriegt, ne? So. Ryan, gehst du mal kurz runter? Ich muss mich fertig machen zur Arbeit. Als Fleischereiverkäufer bringt Matthias monatlich ca. 1.200 Euro mit nach Hause. Heute muss er noch zur Spätschicht. Sag mir mal tschüss. Immer so feucht. So, Chats, sag mir auch noch tschüss. Tschüss. Du bist auch so feucht. Ja, ja. Alle sind feucht. Ja, das Zimmer. Wir müssen eigentlich Familie Feucht heißen, ne? Ja. Na, Jutti. Hau rein. Du warst auch so feucht. Auch Stefanie will gleich noch etwas für die Haushaltskasse tun. Seit kurzem hat die 28-Jährige zusätzlich einen Nebenjob, für den sie allerdings eine Babysitterin engagieren musste. Da, geht's rüber zu Kathi? Wow. Doch, komm, geh rüber. Geh rüber zu Kathi. Komm, geh rüber zu Kathi. Ich habe einen Babysitter, weil ich jetzt einen zweiten Job habe. Bei einer Zeitung. Aber ohne Zusatzjob geht's nicht. Für 9 Euro die Stunde trägt Stefanie Zeitungen aus. Etwa die Hälfte davon geht an Babysitterin Kathi. Ich sage aber, ich kann sie nicht mit leeren Händen schicken. So kriegt sie von mir dann mal, ja, ein Fofi, 20. Du kommst jetzt nicht mit, du gehst bitte zu Kathi. Doch, du gehst zu Kathi, ich kann dich nicht mit zur Arbeit nehmen. Nee, ich kann dich nicht mitnehmen. Komm mal bitte jetzt her. Nee, ich kann dich nicht mitnehmen, Schatz. Da kriege ich Ärger mit dem Chef. Ich gehe arbeiten für meine Kinder. Ich will für die Kinder Vorbild sein und sagen, das gibt kein Leben nur zu Hause, sondern auch ein Leben draußen. Zusammen mit dem Teilzeitjob im Supermarkt kommt Stefanie auf etwa 1.100 Euro Lohn. Es ist hart verdientes Geld. Steffi, welchen Packen musst du heute davon wegbringen? Alles, was hier drin ist, muss ich wegräumen, also ausliefern. Um ein Leben auf Staatskosten zu vermeiden, ist sich die zweifache Mutter für nichts zu schade. Ich bin ein Naturbursche und habe Abwechslung. Und ja, mit anderen Menschen halt komme ich dann im Kontakt. Und ja. Was bleibt für dich übrig nach Abzug aller Kosten? Ja, keine Ahnung, 200, 100 Euro. Lohnt es sich dafür, zwei Jobs zu machen? Klar lohnt sich das. Und wenn es nur 100 Euro sind. Jeder Cent zählt. Trotz reichlich Arbeit für wenig Geld glaubt Stefanie nach wie vor daran, dass sich ihre Mühe am Ende auszahlt.